Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Osreiter und wir sind in Folge 111 von Avorion. Ja, lasse zerstörte Schiffe zu einem Reparaturstock abschleppen. Okay, halte linke Schiff, freie Maus. Okay, das ist ja interessant. Halte links, freie Maus. Achso, dann kann ich das da. Okay. Lasse zerstörte Schiffe zu einem Reparatur abschleppen. Dann kann ich ein kaputtes Schiff wieder reparieren. Das ist wahrscheinlich dann auch neu. Ja, sehr gut. Wir wollten zum Ausrüstungsdock. Ich habe auch ein bisschen nachgeguckt. Achso, wir wollten das Ganze nach dem Intro machen, natürlich. Ich sag mal, wir sehen uns gleich wieder. Schaut euch das gerade an. So, dann gucken wir mal, dass wir zum Ausrüstungsdock kommen, oder? Sollen wir überhaupt hinfliegen? Wir können das auch erstmal anwählen, ne? N, das muss ich mir merken, ne? Ausrüstungsdock ist ausgewählt. Wir gucken erstmal rein, ob da überhaupt was Interessantes ist, ne? Geld haben wir 7 Millionen. Also ich glaube, es gibt gewisse Dinge, die sich hier namentlich geändert haben. Das habe ich schon mal gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es noch einen R-Bergbauleser gibt oder ob der jetzt anders heißt. Ich glaube, der heißt jetzt anders. Hier ist ein Bergbausubsystem. Pro Klasse XA. Auf jeden Fall hinfliegen, kaufen. Zack. Wie viele Minuten haben wir denn da noch? 10 Minuten, okay, das reicht noch. Jetzt habe ich das wieder gedrückt. So, jetzt schnell mal dahin und dann gucken wir, dass wir das hinkriegen. Volle Fahrt voraus. Wer weiß, wie lange wir da noch brauchen. Ja, ich habe geschaut, habe da ein bisschen was gelesen und habe dann festgestellt, wenn ich jetzt den Kapitän sage, baue Asteroiden ab, dann kann ich das ja nicht verketten. So wie es aussieht, weiß ich nicht. Ich müsste denen den nächsten Befehl mal geben, was der nachmacht, wenn er abgebaut hat, weil er dann erstmal eine Stunde sozusagen die Klamotten sucht, wenn ich das richtig verstanden habe. Also dann meldet er sich erst wieder, wenn er nach einer Stunde voll ist, beziehungsweise wahrscheinlich, wenn der Lagerraum voll ist. Und sehr schön, wie ihr hier seht, in der Nähe einer Station ist jetzt hier Betrieb. Da flog gerade ein Schiff weg. Das haben die ganz cool gemacht, ne? Das sieht schon richtig gut aus. So, wie weit müssen wir da ran, dass wir gedockt sind? Ach so, wir sind in der Lady. Ich weiß gar nicht, ob wir da... fliegen wir hier unten hin. Da wird es kein Docken wahrscheinlich aus der Entfernung geben, weil hier noch nichts eingebaut ist, ne? Ja. So, jetzt sind wir gedockt. Ausrüstung handeln und das Ding kaufen wir auf jeden Fall. Und Geschützturmkontrollsystem. Gefechtgeschützkontrollsystem. Der Detektor in blau. Nee, ist glaube ich zu schlecht. Also ich sehe jetzt hier E-Stufe Radarverstärker. Das ist 2.0. Das ist auch, das sind alles andere Namen, die da hingekommen sind. Da unten Handelssystem 1.35 zum Beispiel. Das ist also schon richtig cool gemacht. Aber es gibt einen Air-Mining-Geschützturm und den kaufen wir natürlich. Das R ist doch noch da. Weil ich hätte bei einem Testrunde so ein paar Namen gefunden, wo ich gedacht habe, könnte auch was anderes sein. Einzelne Vierfachbolter. Den darf ich nicht kaufen, weil ich hier mit denen wahrscheinlich nicht genug Freundschaft geschlossen habe. Power Air Bergbaum aus Eisen. Ja, ich glaube, den brauchen wir schon nicht mehr. Aber der Power, das hat schon wieder irgendwelche anderen Bedeutungen, ne? 29% mehr Schaden, wahrscheinlich ist das Power. Gut. Hier, versteckte Transmitter, Sender, Handelsgilde, Aktionsgebietkarte, okay. Gibt's auch alles, hier können wir was verkaufen, ist klar. Machen wir aber gerade nicht. Gut, dann sind wir da erstmal soweit durch. Wir haben das festgestellt, was wir feststellen wollten. Wir müssen aber, was ist das da oben für ein Signal? Du kannst darauf, dass du dir selbst hier von deinem Schiff... Ah, okay, das wird hier angezeigt. Wir wollten noch was reparieren, ne? Das ging ja nicht, oder? Hier, reparieren ging ja nicht, oder? Oder ging's doch? Wohl doch, egal. Ach so, das ging nicht, wenn ich hier die Karte aufrufe. Nee, da war das nicht. Hier war das. Und hier sage,
Warte, hier war das und dann muss ich hier reparieren und da ging das nicht. Aber jetzt geht's, weil ich vielleicht in der Nähe des Ausrüstungsblocks bin, oder? Könnte sein. Erkunden, abbauen. So, wir müssen mal gucken. Hat der. Ja, das ist gut jetzt, ne? Also, das ist die Lady, da sitzen wir dran. Ne? Und der Assreiter Discover Miner ist hier. Der Miner soll doch mal hier erstmal minen, oder? So, hier sieht man, unerreichbare Sektoren gibt es nicht. Der soll eine Stunde arbeiten, sicherer Modus. Da könnte ich jetzt sagen, hier diese 12%, machen wir runter. Dann ist nur noch 1%. Allerdings fliegt er da nicht in Sektoren rein, wo Piraten drin sind. Soll aber trotzdem hier in dem Gebiet machen, ist ja nicht so gefährlich. Hier könnte ich noch an- und abwählen, Eisen oder Titan abbauen. Tier O ist der Kapitän, der das macht. Da sehe ich, ich konnte bei der anderen Aspekt, aber so kann ich nicht arbeiten. Es gibt Probleme mit der Besatzung für den Schiff. Okay, das heißt, ich muss jetzt definitiv hier rein. Beziehungsweise, wenn ich jetzt Reise klicke, fliegt er dann dahin, springen. Der Miner, eins war das, ne? Ja. Ja, ich glaube, wir müssen da wahrscheinlich erstmal hin, ne? Das hat alle keinen Sinn mit ihm hier. Springen wir in meine 1 rein. Ja, macht da gut. Wir müssen gucken, was da das Problem ist. Wahrscheinlich ist es da genau das gleiche wie mit den Quartieren, dass die nicht mehr genug sind oder sowas. Das müssen wir jetzt reparieren. Das wird wahrscheinlich bei allen Schiffen so sein, ne? So. Ja, der steht direkt vorm Titan und baut es nie ab. Und hier ist überbevölkert, okay. Das heißt, wir müssten jetzt gucken, dass wir erstmal hier hinkommen. Koordinaten in Navigationscomputer eingeben. Schauen, dass er da hinspringt, will ich hoffen, ne? Hyperraum-Sprungziel. Ich glaube, der bewegt sich gar nicht mehr, ne? Doch. Okay, ich glaube, jetzt können wir springen. Fliege plus halt der Leertaste Hyperraumsprung. Oh, das ist auch anders. Guckt das mal an. Ich muss erst so schlagen, dass der auflädt. Wow, das ist cool gemacht. Das ist richtig cool gemacht. Habt das gesehen? Das ist ja phänomenal. Das macht Spaß, sowas, wenn ein Spiel so gut verbessert wird, dass man sowas hat. Krass. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir da die Leute an Bord kriegen. Um dann, ja, wieder funktionstüchtiges Schiff zu haben, ne? Okay, sehr schön. Jetzt gucken wir mal gerade hier rein. Handelsposten ist 26,5, 19,45, 19,45, 14,56, 14,56. Die Eismine ist das nächste. Das ist die Eismine, ja, oder was? Ja. Dann fliegen wir da mal schnell hin und gucken, dass wir. Ah, warte mal, Quartiere sind ja gefragt, ne? Schon könnte ich direkt nach oben 90 Grad zu der Basis schießen. Wenn deine Geschütztürme auf einem Schiff nach vorne schießen sollen, musst du sie seitlich oben oder oben und unten an deine Schiffe anbauen, nicht an der Frontseite. Okay, klar. Wir müssen ja eigentlich nur einen Quartierblock hier reinbauen, ne? Wo lang fliegen wir nach da? Okay. Interessanter Bau hier, ja. Gibt es hier Quartiere? Ich sehe keine Quartiere. Gibt es gar keine Quartiere? Doch, da sind die Quartiere, okay. Aber die waren nicht auf der Seite, ne? Okay, das würde bedeuten, wir können diese Quartiere mal nicht dahin bauen. Ich wollte die so kopieren. 18 von 12, gut.
Das bedeutet, Quartiere da bauen. Okay, das reicht noch nicht. Das heißt, diesen kopieren wir dann auch. C und V. Und bauen den noch da drüber. Und ja, jetzt reicht's, aber ich habe jetzt auch noch zwei mehr. So, jetzt sind wir da fertig. Baumenü raus. Und Schiff ist wieder funktionstüchtig. Und driftet hier auch sehr schön durch die Gegend. Ja. Und was machen wir jetzt? Jetzt geben wir den Auftrag. Das ist auch sehr schön, habe ich gesehen. Autopilot. Gibt es denn jetzt den Auftrag? Du sitzt drinne und der Auto, der ist ein Kapitän drinne, der übernimmt jetzt die Führung und baut einfach hier ab. Respekt, oder? Okay, da sind zwei Sachen, die er nicht abbauen mitnehmen durfte. Verstehe ich nicht, aber ist okay. Und ich habe immer Angst, dass der daneben herfliegt, ne? Wo baut der jetzt ab? Da hinten oder hier vorne? Er baut beide ab. Okay. Ah, hier unten kommt gerade die Meldung, dass wir keinen Platz mehr im Frachtraum haben. Das bedeutet, wir gehen jetzt mal wieder ins Menü. Und dann Erze raffinieren. Geht das? Was macht er jetzt? Warte mal, jetzt müssten wir mal gucken, was wir im Frachtraum haben. Das interessiert mich ja. Das war falsch. Wir müssen ins I. Ne, hier ist Frachtraum. Ah, wir haben Erze da drin. Okay. Ja klar, die müssen raffinieren. Das macht er jetzt alles selbstständig. Da können wir zugucken. Das finde ich richtig cool jetzt hier. Da fliegt er da oben hin. Alles klar. Hat sich austariert. Und macht das da. Okay, das bedeutet, mit dem sind wir eigentlich fertig, oder? Der kann jetzt erstmal weitermachen. So, Schiffsmenü. Nee, brauchen wir nicht. Strategiemodus. Eigentlich Map eher, ne? Wir gehen mal auf Map. So, Miner 1 und Lady haben wir. Hat Lady einen Kapitän? Lady hat einen Kapitän. Lady soll mal da abbauen. Ja, 6% und starte das mal. So, jetzt baut er da ab. Wir können nicht verketten, das geht irgendwie nicht mehr. Aber wenn er fertig ist, meldet er sich ja bei uns wieder. Und das soll eine Stunde dauern. Ich weiß nicht, ob das Spielzeit schneller ist oder sowas, aber das ist so. So. Er lässt sich gerade eine Station ziehen, okay. So, das heißt, Miner 1 ist klar. Ja, ich würde jetzt sagen, wir gehen erstmal alle Schiffe durch. Miner 1 Discover. Gehen wir mal in Discover rein und gucken, was der macht oder nicht macht. Der hat bestimmt auch irgendwelche Bevölkerungsprobleme vielleicht. Das müssen wir jetzt erstmal bei allen Schiffen einmal gucken, ne? So sieht's aus. Das heißt, Baumenü. Wo sind hier Wohnungen? Da oben. Okay. Das ist jetzt. Titan Smart Hülle, okay. Ah, da drinnen sind sie. Die Quartiere. Ja, da müssen wir gucken, wie wir da weiterbauen. Ich würde mal sagen, wir machen hier gerade eine Spiegelachse an. Und bauen einfach diese Quartiere da nochmal mit rein, oder? Habe ich jetzt Quartiere ausgewählt? Das ist die Frage. Aber wir wollen ja nicht hier die Quartiere. Wir können ja hier schon richtig schöne Quartiere machen, ne? Xanion Quartiere. Spiegelachse ist an. Das heißt, da und da haben wir welche. 15, ah, das waren sogar tatsächlich zu wenig.
Das bedeutet, wir machen dann noch mal welche dran, ne? 15 von 16. So, der hat jetzt keine Probleme mehr mit Quartieren. Was sagt das hier? Quartier, die Moral auf deinen. Ja, die wird ja gleich besser werden. Gut, das heißt, er hier ist eigentlich auch fertig dann, ne? So, was kann er machen? Der Discover, der kann discovern, ne? Alles reparieren. Wir brauchen Reparatur. Ja, okay, das ist okay. So, das heißt, wir gehen mit dem auf die Map. Lady ist jetzt nicht drauf. So, das Reiter ist hier. Der soll einfach mal discovern. Da geht nichts mit discovern, nur hier, wenn erkunden. Ah, guck mal, das ist ja auch schön. Dann mach du mal den Sektor. Notiz vom Kapitän hinzufügen. Jo. Ja, dann mach mal. Jetzt hat er mich hier in der Drohne gelassen. Ah, Meilenstein. Okay, das waren diese ganz vielen Nachrichten in der letzten Folge, die wir da gesehen haben, ne? Gut, jetzt sind wir hier in einer schicken Drohne. Wir haben Craft. Und gehen mal in Craft rein. Zu Craft wechseln. Und dann würde ich aber sagen, machen wir erst hier einen Cut. Schauen, Craft, das war das. Unser erstes Schiff, wo wir drin waren? Nein, der hieß anders, oder? Wir werden es jetzt gleich noch sehen. Ob es da auch Probleme gibt. Na, Ladebildschirm. Okay, der ist am Abbauen. Er hat keine Markierung. Das heißt, der ist fit. Lady haben wir, Ask Discover haben wir, den haben wir. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht in Miner reinspringen. Oder hatten wir den Miner gerade auch schon eins? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Egal. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.